Hallo und herzlich willkommen zum Video auf YouTube, wo ich den Stream zusammenschneide. Nee, das hat mir jetzt nicht gefallen. Hallo und herzlich willkommen zum Stream-Zusammenschnitt hier auf YouTube. Ja, das hat mir gefallen. Perfekt. Freut mich, dass schon wieder so viele Leute da sind. Und es freut mich ungemein, dass auch so viele Leute schreiben. Also, wir werden heute nicht löten, Leute, weil ich tue mich mal kurz ausblenden. Da steht was im Weg. Ja, der Patient hat kurzfristig entschieden, er braucht Ersatzteile und ein bisschen Pflege. Also ja, können wir heute nicht löten. Müssen wir heute andere langweilige Dinge machen. Ja, ich habe gehört, gerüchteweise hast du letzte Woche neue Erkenntnisse gesammelt, was das Temperaturmessen angeht. Genau, da können wir ganz viel einbauen in den heutigen Stream. Ich muss euch auch ganz was Tolles zeigen. Es ist so toll. Ihr werdet gar nicht mehr vom Staunen rauskommen, so toll ist das. Ich sag's euch, wie es ist. Es tut mir leid, aber ihr werdet jetzt einfach nur begeistert sein. Du kannst nicht in Worten fassen, wie geniale Zeug zeigen. Und zwar geht es mal rüber zum Lötplatz. Ich habe jetzt hier meinen Lötplatz, kennt ihr alle. Hier habe ich meine Käbelchen. Tun wir mal raus, bevor ich was kaputt mache. Und jetzt habe ich hier quasi meine zwei Käbelchen. So, und jetzt habe ich ein Overlay. Mit diesem Overlay kann ich euch mein Netzteil anzeigen. Jetzt seht ihr hier mein Netzteil. So, und jetzt schalte mal Kanal, jetzt sage ich mal Kanal 1 soll 24 Volt haben und 1 Ampere. So, und jetzt habt ihr was geändert? Nichts, gell? Jetzt schalte ich Kanal 1 ein. Zack. Und er schaltet es ein und ich habe hier 24 Volt drauf und 0 Ampere. Warum habe ich 0 Ampere? Weil natürlich kein Strom fließt. Jetzt machen wir Kurzschluss rein. Bam! Und jetzt wird das 1 Ampere rot, weil er nämlich in die Strombegrenzung geht. Dann wird es rot. Und dann, und das alles liefe. Wenn jetzt ein Widerstand dazwischen hängt, jetzt nehmen wir mal einfach einen Widerstand hier. Keine Ahnung, ob es also mit dem ausgeht. Auch. Jetzt haben wir hier 0, was ist denn das für ein Widerstand? Der ist viel zu groß. Jetzt sehe ich hier quasi, wie viel Ampere ist über den. Ich habe keinen kleinen Widerstand hier liegen, ne? Nee. Jetzt sehe ich quasi, wie viel Strom fließt live. Schon cool, oder? Und das für alle drei Kanäle. Ich kann jeden Kanal separat ein- und ausschalten. Und sieht man bei jedem Kanal. Findet das cool? Sagt, dass das cool ist. Ihr müsst sagen, dass das mega cool ist. Ich habe da, glaube ich, Stunden da reinprogrammiert. Das war schon ein bisschen Arbeit. Und weil natürlich das Netzteil nicht reicht, habe ich noch Plugin für einen Signalgenerator gemacht. Jetzt sieht man hier einen Signalgenerator. Jetzt kann ich hier zum Beispiel die Peakspannung ändern. Drehe hier mal runter. Ändert sie die auch mit. Ich kann die Signalform ändern. Passt da auch mit an, die Signalform, wie man sieht. Ich kann Kanal ein- ausschalten, dann gehen da vorne Lichter ein- und aus. Und das Genialste dran, ich kann beim Square den Duty Cycle ändern. Und jetzt guckt's mal hin. Ist das genial oder ist das genial? Sag Matthias, wie genial es ist. Sag es. Hast du super gemacht. Das Netzteil ist ein Rigol DP832A. Also das Dreikanal-Netzteil von Rigol. Und das hängt über LAN dran, über LXI. Genauso der Signalgenerator, das ist ein Rigol DG1062Z. Und dann habe ich das Ganze in LabVIEW programmiert, werde ich dann in GitHub noch hochladen, den Code. Alles in LabVIEW programmiert. Ich kann die Hardware dazu, wie kriege ich die Hardware gezeigt? Mit einer Kamera, würde ich sagen. Ich habe aber gerade keine mehr übrig. Ja, doch, die könnt ihr wahrscheinlich schon rüberdrehen. So setzt es ein bisschen. Also das wäre quasi Signalgenerator und Netzteil. So schauen die aus. Wissenschaft und Technik. Du warst ja mit dem Home Assistant letzte Woche sehr erfolgreich. Genau, ich habe ja auch eine Stream-Zusammenfassung geschnitten, die vorgestern online ging. Und ich habe ganz viele Erkenntnisse das letzte Mal gesammelt. So. Die Erkenntnis war ja, dass der ESP durchaus in der Lage ist, ohne externen ADC deine Temperatur zu messen, die so einigermaßen für unsere Anwendung hinkommen ja, könnte. Ja, mehr wie ausreichend gut. Wir haben ja extrem gute Temperatur gemessen mit dem 3K3 Vorwiderstand. Einfach einen Vorwiderstand geben, fertig. Das ging so gut. Du meinst, also, ich meine, Sie haben ja, also, ne, wir haben ja, das ist ja das, wie es in der Senseo drin war, so einigermaßen jetzt hier mit Op-Amp und ja, das heißt, den ganzen Schrabel könnte man sich eigentlich komplett sparen. Dann haben wir bei dem Versuch rausgefunden, dank fleißiger, aufmerksamer Stream-Viewer, ich glaube, das war sogar der Delayser oder so, wenn ich alles täuscht, dass dein Lötjumper auf den ESP32ADC geht. Dann haben wir einige geschaut und haben gesehen, der ESP32ADC geht auf den IO25 und da haben wir rausgefunden, der geht auf den ADC2-Kanal 0 oder so. Und dann genau, hat jemand gesagt, das geht nicht, weil man kann den nur entweder Wi-Fi oder ADC
Auf welchem Pin seid ihr gegangen? Das hatte ich so. Auf den links oben. SV Sensor VP, den du da links oben, Pin 4. Sensor VP 4. Dann machen wir da mal eine Notiz rein. Dann schauen wir mal, ob wir das hier so. So, und das heißt aber, wir können uns den externen ADC sparen. Auf jeden Fall. Was sehr, sehr praktisch ist. Speichert ist jetzt mal unter Dings. Ich würde jetzt sowieso sagen, wir machen eine Rotstift-Version. Ich habe schon eine Arbeitskopie gespeichert. Warte mal ganz kurz. Da während wir auf Matthias warten. Wir können ein bisschen Schindluder treiben mit einem. Also wir können einen Rotstift ansetzen. So, perfekt. Also, dann schmeißen wir mal den Atz raus. Der kann weg. Ferritbeat drinnen lassen? Nee, mach mal nicht. Wird überbewertet. Und das holt man sich aber auch vom 3,3 Volt Pfad, sagtest du. Ja, 3K3 1%, kann ich reinschreiben. Sollte man sowas Genaues nehmen. Und dann quasi oben mit dem... Nein! Also, dachte, du drückst entfernen. Was? Nein. Jetzt einfach dieses ESP32 ADC, Umi und fertig. Kannst den Lötschamper einfach wegmachen. Also den Testpunkt. Will man da nicht vielleicht nochmal dran messen? Nein, never. Okay. Das geht ja direkt auf die Stiftleiste, wenn wir messen wollen. Messen wir auf der Stiftleiste. Dann habe ich gesagt zu Matthias heute schon mal, ich bin der einzige Mensch auf dieser ganzen Welt, der das Display in der Senseo hat. Jeder sagt immer, hör, was für ein Display, da gibt es kein Display. Ich bin, glaube ich, echt der einzige Mensch, der diese Senseo hat. Das ist wahrscheinlich ein Unikat. Es war genau ein Stück, hat es gegeben und das habe ich gekauft. Und deswegen habe ich gesagt, ich lasse diese Display-Ansteuerung einfach weg. Weil es mich gar nicht interessiert. Das ist, wenn man bei Matthias sieht, so ein irrer Aufwand, diese Taste abzufragen. Plus, das ist so ein irrer Aufwand, dieses I²C-Protokoll zu implementieren. Weil wir brauchen ja nochmal Level-Shifter und keine Ahnung was alles. Und es ist ja ein nicht Standard-I²C. Bedeutet, ich müsste es in ESP Home irgendwie rein implementieren, was völlig, völlig jenseits von, ich habe einfach keinen Bock. Für das steht es nicht dafür. Also hätte er einfach gesagt, Display... Back. Heißt aber auch, dass der Boost-Converter rausfliegt. Genau, wir brauchen dann auch keine 12 Volt mehr. Dann Netzspannung. Genau, ich würde diesen Wandler nehmen, den du auch hast, diesen kleinen, da musst du aber nur am Package bei hast gemeint. Das könnte ich ja quasi gleich machen. Ja. Ich kann die bei Amazon gleich bestellen nebenbei und ich muss noch Öl für meinen Roller abstellen, fällt mir gerade ein, wo ich gerade an Amazon denke. Achso, Strommessung, da waren wir uns irgendwie, kann weg. Also das da. Genau, dachte, du tust jetzt währenddessen hier Dings. Strommessung kann weg, genau. WS2812? Habe ich auch gesagt, mache weg. Ich würde nämlich einfach wieder Standard-LEDs reinpacken. Da brauchen wir auch nicht so viel Strom, weil das sind eigentlich die am meisten Strom brauchen. Netzfrequenz kann auch weg. So, genau, also die Halbwellen kommen weg, weil ich würde... Du gehst einfach von... Ich würde einen Mock reinbauen, der im Prinzip Nulldurchgangsdetektor hat, das auf jeden Fall auf den Nulldurchgang schaltet. Ist drinne? Und ich würde halt einfach, ich meine, das ist ja eh alles über Home Assistant dann konfigurierbar. Weil wenn das Ding in Amerika läuft mit 60 Hertz, dann muss dann taktet die Pumpe halt schneller. Dann muss man halt bei Home Assistant sagen, der Kaffee soll 8 Sekunden statt 10 Sekunden Lauf. Fertig. Gut. Netzteil. Ich gehe mal davon aus, du willst hier wahrscheinlich direkt auf die 3,3 Volt. Wenn es das gibt, auf jeden Fall. Genau. Wie heißt das Netzteil, was du da hast? Geh mal zu mal rein. Boah, das war so aus der Rubrik mal, richtig schlimm. Zu mal rein. Nee, hier ist noch das HKL PM01 drin, das große. Ah, okay. Hast du da welche geschickt gehabt von dem Netzteil? Ich habe dir eins geschickt aus der Rubrik richtig schlimm. Oder nee, halt, die wolltest du bei Amazon bestellen. So rum. Ich habe den Link geschickt. Du hast den großen dazu geschickt. Den da hast du mir geschickt. Genau.
70 Euro, das ist schon, aber bei einer Werkstatt zahlst du für ein Liter Öl 30, 40 Euro, das ist schon einfach. In Werkstätten ist das einfach so. Also. Ja, so, der Anschluss für das Display kann dann auch in die Tonne. Hinten Huckepack RTC, wo das I²C drauf sitzt, würde ich da lassen. Wissen wir So, jetzt, was das und für ein hier. Netzteil ist? Okay, das macht aber halt 5 Volt. Ja, wenn du es in 3,3 Volt findest, nimm es. Im Zweifel müssen wir halt den LDO drin lassen, ne? Ich meine, der Vorteil beim LDO ist, ganz egal, wie billig die Kiste vorne ist, der LDO wird zumindest ein bisschen Murks wegfiltern. 700 mA, das macht da auch richtig Leistung, ne? Du hast gesagt, dass mit den in Bootloader schicken über die Tasten wolltest du, brauchst du nicht. Kann weg. Genau. Weil dann jammert auch das ganze ESP Home und so nicht rum, wegen darfst du diese Taste nicht nehmen, bla bla bla. Und das ist der Reset, oder? Wo du gerade bist, da müssen irgendwo diese, wie viel, 10 Mühe rein. Was haben wir da drin? Ah, es ist schon drin. Ich habe jetzt als Modul das Jomile 5 Stück AC-DC 5 Volt, 700 mA, 3,5 Volt Watt Abwärtsmodul, isolierte Schaltnetzteil, Abwärtsregler. Ja, Top-Qualität. DWS2812, Habe ich gesagt, hau mal Akustik, raus. Wobei hau mir 5 ab, Volt hau. hätten wir jetzt. Warte mal kurz. Wir hätten jetzt 5 Volt, ne? Ja, und genug Leistung, also mehr als genug Leistung. Wir haben 5 Volt, wir haben mehr als genug Leistung und ich würde es einfach direkt mit 3,3 Volt in der Datenleitung ansteuern. Fertig. Dafür ist der Jumper da. Ja, würde ich einfach direkt drauf und fertig. Das heißt, du brauchst dieses Bauteilchen nicht Würde bestücken, ich sondern komplett, nimmst ja, dir. haust gleich raus, da musst du nicht Ding, mit tun ja Rotstift machen. Ah, lassen wir die 28,12er drin tatsächlich, weil, ja. Und du hältst es für eine gute Idee, auf den zu verzichten. Haben wir Ja. das getestet? Ja, Hammer, Hammer. Hollo bestätigt es. Hollo hat gesagt, er macht das immer so. Kann gehen, muss nicht. Ja, Datenblatt. Listensche Datenblätter, das ist doch langweilig. Wenn es ganz hart auf hart kommt, haben wir da nicht, Matthias? Haben wir nicht? Warte mal, ich kann dir, ich sehe mein Bauteil vor. Wo kann ich das mir denn ausborgen? Ich wollte gerade sagen, wir haben doch mal eine Diode vorgesehen gehabt. Wir haben doch mal das irgendwie mit einer Diode gemacht gehabt, ne? Was machst du gerade? Also es gibt zwei Möglichkeiten, die mit 5 Volt, also entweder haust du Diode wirklich für alles vorweg Ja. oder nur für die erste, weil die als Pegelwandler dann laufen würde. Das war schon ganz schön böse. Ja, machen wir so. Genau, so gefällt mir das jetzt. Jo, sag ich auch. Also. Sag auch, dass das stabil läuft und dass man eigentlich keine Probleme damit hat. Aber das glaubt man ja keiner, weil alle auf die Datenblätter verharren. Aber im Zweifel löt man jetzt der Diode den Lötklecks rein. Fertig. Ja, perfekt. Dann gefällt mir das jetzt so. Dann haben wir quasi extrem Rotstift. Also wir tun ja auch hier eine Rotstiftversion machen, nur so zur Info an alle. Ne? Wir machen hier nicht eine, was bauen wir alles rein, damit es perfekt ist, sondern wir machen hier eine, wir tun Reduce to the Max-Version machen. Also runter, was nur geht. Aber jetzt hast du sogar auf A4 Platz, Matthias. Ja. Und was wir gesagt haben, Matthias, haben wir jetzt ganz vergessen. Hast du da eine bedrahtete Diode rein, gerade für die 41er, 48er? Ich habe den Footprint nicht angepasst. Das Okay. muss ein bisschen kleiner werden. Minimal. Das ist nur so. Dieser Einser da oben muss noch weg und so, ne? Ja, das wird noch ein bisschen aufräumen an der Stelle. Ein bisschen Und schieben und schubsen. man könnte im Prinzip, was wir jetzt nur vergessen haben, ist die Fuse, wir haben gesagt, wir packen eine Sicherung mit rein und zwar eine Schmelzsicherung. 4x20er Hier ist jetzt Schmelzsicherung. so eine One-Way-Sicherung drin. Ne? Und das ist eher blöd, wenn man, weil wir haben mehr als genug Platz mit dem anderen Netzteil. Und dann könnte man einfach die, also 4x20 mm Schmelzsicherung rein. Da habe ich 1000 Millionen Milliarden Halter da. Und dann wäre das eine runde Sache, sage ich mal. Eine Sache, Matthias, der Na? Riedkontakt muss rein. Den müssen wir noch reinpacken, auf jeden Fall. Ried ist drinne. Wo? Nee, der für die Kaffeemenge von der neuen Senseo, der Hallsensor, Ah, meine. der. Ein Ja, Hallswitch. da hattest du hier irgendwo ein X Warte, gemacht. ich zeige da die Referenz, da kannst du nämlich da gleich auf der Platine X machen. Ich habe hier die Referenz. Moment, Lötplatz groß. Da ist doch irgendwo der Testpunkte. Hier hast du die Referenz. Das heißt, da irgendwo, Moment.
Zwischen die zwei Ps. Ziemlich genau. Genau, dann könntest du eigentlich den Text 1 zu 1 nehmen, Steuerung X drücken und auf der Unterseite wieder einfügen oder so. Weil er hat dann da oben eh kein Platz mehr. Und spiegeln, weil sonst ist er verkehrt. Da war was. Was das? Ja. Muss mal gucken, wo ich da so ein bisschen Platz für finde. Oh, Platz haben wir jetzt ja mehr wie genug, haben wir gesagt, ne? Ah ja, einen zweiten Read-Kontakt braucht man auch noch. Hättest noch gerne einen zweiten Ja, für aber halb. meine hat ja zwei drin. Also, oben die Read, die echten Read, nicht die Hall. Weil meine halt eben zwei hat. Und das könnte man ja im ESP Home vielleicht irgendwie auch vernünftig darstellen, dann, weißt du? So rein grundlegend. Temperatur, wie ist das mit der Kabellänge gewesen? Oben in der Ecke ist okay oder Ja, kann man den woanders der war der hinschieben? Original, also von dem her das viele Spiel war da, glaube ich, nicht. Willst du das hier mit dem Hall-Effekt haben? Huckepack-Platine? Wie mit den anderen Bauteilchen hier, dass du sie einfach bei Bedarf auflöten kannst? Mit einem Nee, Sensor deiner was Wahl? gibt's denn? Was gibt's denn? Jetzt warte mal kurz. SOT 23 Hall Switch würde jetzt einfach mal goggeln. Und da gibt es zum Beispiel Diodes Incorporated, das Ding kostet 0 Euro. Omnipolar, also keine Ahnung, aha, irgendetwas, neues Produkt, Datenblatt. Schauen wir da mal ein. Die haben wahrscheinlich alle dieselben Pinouts. Ground Output VDD. Switch EC for Proximity Position and Level Sensing in Industrial and Consumer, bla bla bla. Du hast quasi einen Hall und der gibt da einfach beim Output High oder Low. Fertig. Aha, 3,5. Jetzt ist halt die Frage 3524. Die Frage ist halt, ob Nord- und Südpol richtig ist, aber muss oben drauf der Südpol sein, drunter der Nordpol. Das wäre jetzt der Ich meine, erste, den ich gefunden habe, ne? ich könnte ihn auch als SIP3 vorsehen und muss ihn halt entsprechend hindengeln, Nee, wo du ihn halt brauchst. den Platz hast du nicht. Weil der nämlich sogar, warte mal kurz, der ist original bei der Platine sogar auf der Unterseite, glaube ich. Man könnte einfach ein Loch vorsehen im Kupfer und den oben oder unten lötbar machen. Das wäre es einfach, dass man quasi entweder oben oder unten löten kann, mit dem Loch im Kupfer, Okay. weil dann kannst du quasi oben oder unten anlöten, je nachdem, ob Nord- oder Südpol oben und unten ist bei dem Magnet von der Senseo. Ja, das müsste eigentlich leicht gehen, ne? Da gibt es sogar noch einen günstigeren AH1382. Was ist bei dem der Unterschied? Ah, der kann nur bis 5,5 Volt. Nehmen wir sogar den, schreib rein 1382, AH1382. 13,82. Der kann bis 5,5 Volt, der kostet dafür 10 Cent weniger. Im Off-State gibt er Spannung aus und im On-State geht er auf Masse. Eigentlich wäre es cool, aber das eskaliert schon wieder dann völlig. Wenn man jetzt so einen Wattstock einbauen würde, ne? Vor die Heizung. Ich würde dir ein Bauteil dafür mitgeben, zum Thema Dinge eskalieren lassen. Ja. Du kriegst von mir ein. Was ist diese? Schaut Du aus wie kannst ein ja mal kleiner nach Käfer. einem. Such mal nach einem SLG 46826. Renesas Greenpack Programmable Mixed-Signal. Oh Gottes Willen, nee, die will ja kein PGA drin haben. Aber was soll denn schon sein? Im Zweifel brennt halt der Boiler ab. Man könnte einfach einen Knackfrosch auf den Boiler mit drauf schrauben. Was mich sowieso wundert, dass die keinen haben, ne? Die alte hatte einen, die neue nicht mehr, weil ist ja in Software gelöst. Ach, tatsächlich, ja, da hat sie einen drauf. Erschreckt. Dann ist eh völlig wurscht. Hat tatsächlich einen drauf, unten sehe ich gerade, ja. Dann ist mal sowieso wurscht. Was soll dann passieren? Nichts. Nichts kann So, passieren. also ich weiß, du hast dieses, also ich weiß, du bist kein Freund von diesem Bauteil. Es ist aber das Einfachste, um irgendwie deine gesamte Mischung an Gattergräbern da reinzukriegen. Ja, aber das muss ich auch wieder programmieren, das Teil. Ja, das machst du einmal. Ja, aber das Den Tiny ist. musst du auch programmieren. Ja, aber ein Tiny Einmal. kann man einfach programmieren mit bisschen SPI-Programmierschnittstelle und fertig. Ja, für den gibt es auch Handbücher und es gibt das Ganze. Also hast du jetzt Tool mal für diesen Baustein angeguckt? Lass ihn einfach wieder löschen und keiner sieht es und keiner hat es gesehen. Warte, wir machen jetzt eine Umfrage, genau. Wir machen jetzt eine ganz legitime Abstimmung.
Wir machen eine Abstimmung, neue Abstimmung. Sollen wir, was ist das, ein Sicherheitsbauteil, Dings? Ist das ein PLC oder Das wie ist heißt das, das Ding? ja, das ist das Config-Tool dazu. Sollen wir einen Sicherheitsbaustein zum Schutz des Boilers einbauen? Jetzt kann ich nicht so lang machen. Sicherheitsbaustein zum Schutz des Boilers. Natürlich nicht. Braucht keiner. Oder ja. So, Dauer 5 Minuten. Umfrage beginnen. So, alle abstimmen. Alle abstimmen, alle abstimmen, alle abstimmen. Ich möchte in Anbetracht dieser Abstimmung über Framing sprechen. Die Wortwahl ist ab, also Nepomax. Sicherheitsbaustein zum Schutz des Boilers. Natürlich nicht unnötig oder ja, mi, 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 mi. Das ist absolut neutral. Was? Sowas Ich von weiß gar nicht, neutral. was. Ihr könnt live direkt mitentscheiden, wie das aussieht. Na, ihr müsst natürlich schon abwarten, was die Abstimmung sagt. Wir wollen hier eine neutrale, demokratische, rechtensgültige Abstimmung haben. Es sind 7 für dieses Schutzbauteil, Matthias, und 4 sind dagegen. Das heißt, eigentlich sieht man schon eine klare Tendenz, dass schon auch ein Großteil der Zuschauer dagegen ist, ne? Natürlich ist die Mehrheit dafür, weil die Mehrheit natürlich ein bisschen Angst hat vor, Moment. Und Internet und Störungen und geht nicht. Aber an sich trotzdem würde ich sagen, du hast ja immer noch deine große Version von der ESP CafeSNCHIO und da könntest du ja da einbauen und wir reduzieren aufs Minimum und überhaupt. Ja, aber Ja, dann haben wir ich das jetzt meine. eigentlich wunderschön reduziert heute alles, würde ich mal sagen. Vielen, vielen Dank allen, die zugeschaut haben. Hat mich sehr gefreut. Und ihr seht die Stream-Zusammenfassung dann auch wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen hier bei YouTube bei der Stream-Zusammenfassung. Schreibt es ja gerne in die Kommentare rein, ob euch die Zusammenfassungen soweit gefallen. Ansonsten, Schönen ja, Abend. schönen Abend. Ciao.